Hallo, schön dich wiederzusehen. Gestern habe ich ein Video hochgeladen bei meinem Kanal Einstellig Golf. Es ging um eine Trainingsroutine für jede Trainingseinheit für das kurze Spiel. Glaube ich, ganz gut zu tun. Es dauert nicht lange und man übt dabei die wichtigsten Kurzspielschläge. Wenn du das Video sehen möchtest, dann gerne. Da ist der Link dazu. Ich werde dir gleich einen Teil des Videos zeigen. Das geht um die Längekontrolle beim Putten. Ich finde die Übung sehr hilfreich und schau es dir unbedingt an. Aber bitte am Ende, nachdem du die Übung gesehen hast, werde ich dir zeigen, was diese Übung uns Golfern zeigen kann, wenn es darum geht, besser zu scoren und besser Golf zu spielen. Das werde ich anschließend sagen. So, bitte, bitte bleib dabei. So, viel Spaß dabei erstmal. Willkommen am Puttinggrün. Das ist der Anfang unserer Trainingsroutine. Was du brauchst, sind 10 richtige Golfbälle. Diese Bälle liegst du auf einem ebenen, relativ ebenen Grün, 10 Meter vom Loch entfernt. Dann bitte markiere mit irgendwas, ich habe Tees benutzt, eine Stelle genau in der Mitte. Also das sind genau 5 Meter. Warum das wichtig ist, erzähle ich gleich. Was wir jetzt trainieren werden, ist was für mich der wichtigste Aspekt des Puttens überhaupt ist. Und das ist Längenkontrolle. Okay, so. Wir haben die 10 Bälle. Und mein Ziel ist jetzt, so viele Bälle wie möglich in dem Bereich zwischen 5 und 10 Meter zu bekommen. Aber in der richtigen Reihenfolge. Wenn ich 5 schaffe, bekomme ich einen Punkt. Wenn ich mehr als 5 schaffe, dann habe ich 2 Punkte. So, mein erster Putt werde ich versuchen, gerade weiter zu putten aus die 5 Meter Markierung. So. Das sieht gut aus. Nur man möchte nicht zu weit putten, weil der nächste muss etwas weiter sein. Aber er darf auf gar keinen Fall weiter aus das Loch sein, weil dann ist das Spiel auch vorbei. Nicht vergessen, wir wollen 5 Bälle da in der Zone bekommen. So, der muss etwas weiter sein. Ist er. Okay, jetzt habe ich 2. Wenn er kürzer gewesen wäre, Spiel vorbei. Und jetzt der dritte. Ist war ein bisschen weit, aber ich habe 3 drinne. So, du merkst, wie viel ich jetzt am Gucken bin. Glaubst du, dass ich jetzt technische Gedanken habe? Ganz sicher nicht. Das ist alles visuell und Gefühl. Und das war nicht gut. Da ist drin. Aber mein fünfter Ball muss irgendwo dazwischen zur Ruhe kommen. Ich werde aber mein Bestes geben. Es gibt aber ein zweites Teil zu diesem Putting-Spiel. Und die ist genau gleich, aber andersrum. Mein erster Putt werde ich versuchen, so weit wie möglich zu putten und dann immer kürzer. So, lass uns das tun. So, jetzt nicht unbedingt so weit wie möglich ist. Aber ich weiß das noch. Okay. So, jetzt für 2 Punkte. Stopp. 6. So, ich hoffe, dass du das genossen hast. Ich denke, das wird deine Längenkontrolle wirklich helfen. Und die Übung ist ganz gut, wenn du einen neuen Platz spielst und du möchtest schauen, wie die Geschwindigkeit auf den Grüns aussieht. So, was zeigt uns diese Übung? Also, ich habe die Übung mit meinen Mannschaften gemacht und es war für mich faszinierend zu sehen, dass sie null über Technik gedacht haben. Die waren nur darauf konzentriert, wie weit oder wie kurz. Es ging alles ums Gefühl und durchgucken. Und die waren sehr, sehr gut.
Und ich denke, das Gleiche gilt für andere Bereiche des Spiels. Ich habe ja einen Pitch, ich spiele auf die hintere Fahne. Und wenn ich in der Lage bin, nur auf mein Gefühl und auf mein Schauen, mein Gucken-Sinne mich zu verlassen, wenn ich nur das daran denke, kann ich wirklich diesen Ball viel dichter an die Fahne spielen. Würde ich über Treffen denken und Technik, dann wird es wirklich, wirklich schwer. Klar, wenn irgendwas nicht stimmt bei dir, bei deiner Pitch-Technik, bei deiner Bunker-Technik, langes Spiel, das muss verbessert werden. Und dafür sind die Pros da und dafür sind solche Kanäle, YouTube-Kanäle da. Die sind sehr hilfreich. Lern intensiv das, was du machen solltest. Aber sobald wie es geht, schalte um. Und weißt du, was du tun kannst, ist wirklich dann nur ans Ziel denken und dann schau, was passiert. Und du wirst dann sehr schnell sehen, ob deine Technik ausreicht oder nicht. Weil oft denken wir uns kaputt, das, was wir können, reicht aus. So, das ist etwas für dich zum Nachdenken und ich denke, du kannst viel mehr. Bis bald und tschüss.